Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Esslingen ereignet. Gegen 13.50 Uhr fuhr der 49 Jahre alte Lenker eines Citroën-Kastenwagens die Ulmerstraße in Richtung Oberesslingen entlang. Auf Höhe der Auffahrtsrampe zur Konrad-Adenauer-Brücke musste er sein Fahrzeug wegen einer Rotlichtphase zum Stillstand bringen. Eine 29-jährige Mercedes-Lenkerin hinter ihm registrierte das zu spät und fuhr mit erheblicher Wucht auf den Kastenwagen auf. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst und der Feuerwehr Esslingen wirbelsäulenschonend aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Ein Mitfahrer im Citroën blieb dagegen unverletzt. An dem Mercedes, der nicht mehr fahrtüchtig war, entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Sachschaden am anderen Fahrzeug wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.